Aber es gibt, und ich muss sagen, leider noch Wichtigeres, wozu ich meine, zu Ihnen sprechen zu müssen. Liebe Freunde, seien wir bitte ehrlich miteinander und legen wir auch darin den Mut zur Wahrheit an den Tag, den wir uns doch aus gutem Grund auf die Fahnen geschrieben haben. Wenn wir das tun und einmal einen Blick von außen auf unsere Partei werfen, dann sind wir nach inzwischen 7 Jahren einer in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einmaligen Erfolgsgeschichte nun an einem Punkt angelangt, an dem es nicht mehr automatisch immer weiter nach oben geht und sich Wahlerfolg an Wahlerfolg reiht. Erstmals müssen wir sogar auf breiterer Front gewahr werden, dass alle unsere bisherigen Erfolge, mit denen wir die Altparteien aufgemischt haben, wie es niemandem vor uns gelungen ist, nun gefährdet sind wie noch nie. Wollen wir also zurück auf die Erfolgsspur, müssen wir uns die Frage nach den Gründen dafür, warum es nicht weiter aufwärts geht, ehrlich beantworten. Tun wir das, liebe Freunde. Und da sage ich, es machen sich einige vom einfachen Mitglied bis in die Führungsriege derzeit leider etwas zu einfach. Die fehlende Einheit und Geschlossenheit sei schuld. Die fehle, und deshalb müssten wir nur alle zusammenstehen und dann wäre schwupps das Problem gelöst. Klingt plausibel, ist aber, ich sage das klar und deutlich, zu einfach. Einheit in was denn? Eine echte, nicht nur gespielte Einheit besteht immer in einer hinlänglichen Summe an inhaltlichen Gemeinsamkeiten als elementare Grundvoraussetzung. Und da reicht es nicht, sich wechselseitig zu versichern, man sei konservativ, da liege doch bereits die Gemeinsamkeit. Das ist zu einfach, denn das kann im Begriffsverständnis vieles heißen. Einige in unseren Reihen scheinen darunter ein Zurück ins Gestern zu verstehen, fühlen sich bei Bismarck zu Hause und verehren geradezu schwärmerisch diese historische Figur. Die propagieren dann sozialpolitisch so eine Art Bismarck 21 als Lösung der heutigen wirtschafts- und sozialpolitischen Probleme des Landes. Das mag romantisch sein, und es gibt sicher allerlei Gründe, sich diese oder jene gute Zeit unserer nationalen Vergangenheit zurückzuwünschen. Andere ganz und gar nicht, das wissen gerade wir Deutschen. Aber es ist vor allem etwas zukunftsblind. Mit den Rezepten von vorgestern sind die politischen Lösungen von morgen nämlich nicht zu gestalten. Die AfD, liebe Freunde, ist keine rückwärtsgewandte Partei. Und sie darf auch keine solche sein, will sie eine erfolgreiche politische Zukunft haben. Das Gestern ist vergangen und wird nicht wiederkommen. Es geht in der Politik allein um die Gestaltung der Rahmenbedingungen eines guten Morgen für unsere Kinder und Enkel. Der moderne Konservative ist deswegen niemals reaktionär. Er versucht vor allem ein als gut und richtig erkanntes Wertesystem, wichtige und elementare gesellschaftliche Tugenden wie Fleiß, Eigenverantwortung, Ehrlichkeit, Anstand, Respekt und auch Demut auf das unvermeintlich Neue zu übertragen. Damit, seien Sie versichert, haben wir mehr als genug zu tun, denn all diese Tugenden drohen in dem von mir schon in Stuttgart 2016 als links-rot-grün versifften 68er geprägten Zeitgeist unwiederbringlich verloren zu gehen. Übrigens auch, wie sollte es anders sein, in den eigenen Reihen. Denn letztlich sind auch, wenn wir ehrlich sind, auch wir ein Spiegelbild einer sich wandelnden Gesellschaft. Und da beginnt es nun schmerzhaft zu werden. Und ich wünschte, ich müsste einige der nachfolgenden Dinge lieber nicht ansprechen. Aber es erscheint mir zwingend. Ich halte es für notwendig. Gelebte Einheit, liebe Freunde, verlangt zweitens eben nicht nur eine hinreichend hohe Gemeinsamkeit an inhaltlichen Positionen, sondern auch an sozialen Verhaltensweisen und gemeinsamem oder jedenfalls kompatiblem Sprachgebrauch. Und ist das nicht vorhanden, dann wird die Forderung nach Einheit und Zusammenhalt zur leeren Worthülse. Oder schlimmer noch, geradezu zu einer pseudomoralischen Erpressung. Wissen Sie, wer sich erst in Wort oder Handeln tüchtig daneben benimmt, um dann aber sogleich die Solidarität der ganzen Partei mit diesem Verhalten einzufordern, versucht Parteimitglieder in eine Kollektivhaftung für das eigene Fehlverhalten zu nehmen. Und ich halte
Ich halte es für indiskutabel, das dann als ein Verlangen nach vermeintlich unabdingbarer Einheit zu bezeichnen. Nein, liebe Freunde, ich will hier ganz deutlich sein, lassen wir ruhig die im Regen stehen, die nur allzu gerne rumkrakeelen und rumprollen oder auch andere dazu einladen, wie wir das vergangene Woche leider im Bundestag erleben mussten, weil sie sich in der Rolle des Provokateurs gefallen wie pubertierende Schuljungen, um vor allem der eigenen überschaubaren Blase zeigen zu wollen, was für tolle Kerle sie doch sind. Verweigern wir diesen Leuten die Geschlossenheit. Machen wir uns bitte gemeinsam bewusst, wegen solcher Vorkommnisse wählen uns Scharen von Menschen dann nicht mehr, die uns bislang gewählt haben. Und das sind Menschen, die fast schon verzweifelt nach einer guten Alternative zu den Altparteien suchen, die sie nur zu gerne in uns sehen möchten, aber wegen der einen oder anderen Entgleisung dann eben nicht mehr können. Wir werden nicht mehr Erfolg erzielen, indem wir immer aggressiver, immer derber, immer enthemmter auftreten. So geht das nicht. Im Gegenteil, liebe Freunde, so verlieren wir die vielen Menschen, die uns auf der Suche nach einer vernünftigen Alternative zum ganzen politischen Irrsinn der Merkel'schen Politik zu gerne ihr Vertrauen schenken würden, das genau deswegen dann aber nicht mehr können. Was wir mehr als alles andere brauchen, ist innerparteiliche Disziplin. Dazu gehört untadeliges Verhalten aller Funktionäre und auch einfachen Mitglieder vom Parlament bis zum Straßenstand. Dazu gehört auch eine die Probleme glasklar benennende, aber zugleich nicht überzeichnende, der Sache gerecht werdende Wortwahl. Nehmen wir exemplarisch die Covid-19-Krise und unseren Umgang damit. Es ist gut, richtig und absolut zwingend notwendig, dass wir der gesamten Regierung ihren zu Teilen geradezu unglaublich dilettantischen Umgang mit der Krise zum Vorwurf machen, dass wir aufzeigen, dass Merkels, Söders und Spahns Corona-Politik in vielem eben gerade nicht, wie behauptet, angemessen und schon gar nicht verhältnismäßig ist. Und es ist richtig, wenn wir sagen, dass die partielle Außerkraftsetzung von Grundrechten nicht hinnehmbar ist, wenn sie eben nicht zwingend ist. Dazu darf man auch kräftige Worte der Kritik verwenden, verbunden vor allem auch mit dem konkreten Aufzeigen der Fehler und mit eigenen Vorschlägen, wie man es stattdessen besser machen sollte. Aber ich frage mich, ist es wirklich klug, von einer Corona-Diktatur zu sprechen? Wir leben in keiner Diktatur, sonst könnten wir diesen Parteitag heute wohl auch kaum so abhalten. Und die Behauptung, es sei anders, stellt im Grunde die Systemfrage und bringt uns ohne jede Not in ein Fahrwasser, das uns massiv existenziell gefährdet und die durch die darin liegende Maßlosigkeit bei vielen Menschen Kopfschütteln auslöst. Ich weiß, dass ich damit auch Widerspruch ernte. Ist es denn klug, wenn sich allerlei AfD-Funktionäre ohne jede kritische Distanz mit der sogenannten Querdenkerbewegung kritiklos gemein machen? Da engagieren sich bekanntermaßen, und ich will das konzedieren, neben ganz normalen Besorgten und ihrer Besorgnis Ausdruck verleihen wollenden Bürgern, ja, die sind da, aber da engagieren sich auch nicht ganz wenige Zeitgenossen, deren skurrile, zum Teil auch offen systemfeindliche Positionen und Ansicht den Verdacht nahelegen, dass bei ihnen tragischerweise noch nicht mal das gerade Ausdenken richtig funktioniert, geschweige denn echtes Querdenken. Und ist es klug, mit der ganz gezielten Verwendung des Begriffes Ermächtigungsgesetz in Verbindung mit der natürlich hart zu kritisierenden Veränderung des Infektionsschutzgesetzes zu hantieren und damit doch ganz bewusst Assoziationen an die NS-Zeit und Hitlers Machtergreifung 33 zu wecken. Sollten sich solche Vergleiche angesichts der allgemein bekannten Monstrosität und in dieser Dimension auch Singularität der Nazi-Barbarei nicht eigentlich von selbst verbieten, weil darin nämlich eine implizite Verharmlosung der grauenhaften Untaten jener finsteren Zeit liegt. Liebe Freunde, ich sage das hier und heute laut, klar und deutlich und nehme auch Widerspruch dagegen zur Kenntnis.
Ich sage, das kann und darf so keinesfalls weitergehen. Entweder wir kriegen hier die Kurve, und zwar sehr entschlossen und sehr bald, oder wir werden als Partei in keineswegs ferner Zukunft in ganz, ganz schwere See geraten und gegebenenfalls scheitern. Das will ich partout vermeiden. Ein Scheitern, auf das unsere Gegner sehnlichst warten und das wir ihnen eben nicht durch eigene Unzulänglichkeiten auch noch frei Haus liefern dürfen, liebe Freunde.